Einen kleinen Altar aufzubauen, ne? Stellst du ihn hier vor? Papier? Sollen wir das hinlegen? Papier? Sollen wir das nicht auf den Boden legen? So? Papier? Ja, na, warum ist das scheiße, ne? Ich hab so oft Kondome genommen, dass ich nicht mehr ziehen. Ja. Verschluckt beim Mittagessen ist nicht die richtige Antwort, aber ich habe mich verschluckt beim Tee trinken, denn ich habe im Laden Dienst gehabt und wurde dort von der Nachricht überrascht. Erst war ein Moment der Sprachlosigkeit, dann Unsicherheit, aber dann ganz bewusst, dagegen muss man was tun, dagegen muss man aufstehen. Und bin dann losgegangen, nachdem ich abgelöst wurde im Teepalast und habe mich dazu entschlossen, Freunde ganz schnell kurz zu schließen, um uns zu versammeln. Herr Erdogan, du kannst das gar nicht machen. Ja, dann noch die Merkel. Ja, okay, das üben wir nochmal. Aber sonst den Anfang lassen wir gelten. Ich möchte ein kurzes Wort sagen zu diesem Tag, zu diesem traurigen Anlass, an dem Frau Merkel uns verraten und verkauft hat. Für meinen Teil als Experte in Satire möchte ich mir Satire nicht verbieten lassen. Ich möchte nicht sagen, Frau Merkel ist eine doofe Kuh. Sie sieht ja gar nicht wie eine Kuh aus. Aber ich möchte sagen können, Merkel ist doof. Und das möchte ich so lange sagen können, bis sie einen Intelligenztest besteht und mir das Gegenteil beweist. Hurra! Hurra! Was darf Satire? Was muss Satire? Und was muss sie aushalten können? Satire muss alles. Satire darf alles. Satire ist gerade im Wahlkampf sehr gefragt. Sehe ich doch ehemalige Volksparteien, die heute auch hier vertreten sind und natürlich auch die CDU, die wieder mal nicht vertreten ist. Ich habe da gar nicht viel drüber nachgedacht, ob die CDU da ist oder nicht. Ich denke, dass es auch in der CDU viele gibt, die die Grundwerte achten und sich dafür einsetzen werden. Das werden wir auch erleben in den nächsten Stunden, dass das parteiübergreifend alle demokratischen Parteien sich hinter unsere Grundrechte stellen werden. Ich denke, dass die CDU eigentlich ein Riesenproblem hat jetzt im Hause. Die doch sehr beliebte und geachtete Kanzlerin hat heute den Sündenfall begangen. Und dafür wird sie sich rechtfertigen müssen, auch in der CDU. Der AfD danke ich, dass sie hier überhaupt nicht vertreten ist. Das war eigentlich meine kurze Meinung. Satire darf alles, muss alles und muss alles aushalten können. Beweist mir das Gegenteil. Vielen Dank. Ach, und Angela, mach mal besseres Wetter, verdammt nochmal! Das ist eigentlich ganz einfach. Herr Böhmermann hat getan, was sein gutes Recht ist. Es ist genauso, wenn wir morgens zur Arbeit gehen oder auch zu Hause bleiben, wenn wir unsere Meinung sagen, es oder lassen, wenn wir lächeln oder weinen. Herr Böhmermann hat das getan, was ihm grundrechtlich zugestanden ist. Er hat einfach nur seinen Job gemacht. Er hat ihn auf eine Art und Weise gemacht, wie er die Menschen berührt hat. Und für mein Verständnis hat er ein Grundrecht bedient, das steht ihm zu, das darf er. Mehr möchte ich da gar nicht großartig zu sagen. Er hat das getan, was er darf. Wo ist das hier? Hallo, hallo. Bilder produzieren, ist alles. Schön. Das machen wir seit
Zeit unserer Verhandlung. Ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen eine Welle durch das Land schwappt, die darauf aufmerksam macht, dass wir unsere Grundrechte zu verteidigen haben, dass Frau Merkel als Bundeskanzlerin zusammen mit dem Bundespräsidenten sich kompakt hinter die Grundrechte zu stellen hat, die Bürger zu schützen hat, die von außen bedrängt werden. Und es wird eine Riesendiskussion entstehen. Ich freue mich sogar drauf, weil ich daran glaube, dass die Kreativen, dass die Menschen in der Republik mehrheitlich sich hinter das Grundgesetz stellen, hinter die Grundrechte stellen und die Kanzlerin drängen werden, dieses zu berücksichtigen. Also ich finde die Resonanz ganz gut. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob wir jetzt eine Menge zusammenkriegen. Ich habe Freunde angerufen, Menschen, die mich begleiten, die mich auch politisch begleiten. Wir waren ganz bunt, ich habe auf kein Parteibuch geguckt, sondern Menschen zusammentrommeln wollen mit Familien, mit Freunden, die sich kurzfristig zusammenfinden können, um ihre Meinung zu äußern, um die Empörung, empört euch, darzustellen. Und wir waren roundabout 50 Menschen in dieser Stadt, die kurzfristig sich bereit erklärt haben, dafür zu stehen, dafür einzustehen, dass wir die Grundrechte achten. Und ich bin begeistert, ich fand es toll, ich fühlte mich sehr gut. Es ist ein Anfang dessen, was in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen geschehen wird. Eine Bewegung, die riesengroß wird. Vielleicht ein Stück weit schnell, spontan aus Wilhelmshaven in die Republik getragen. Und deshalb kann ich nur sagen, ich bin glücklich und zufrieden. Ich habe 50 Menschen, die mir nahestehen, versammeln können hier auf der Rambla. Und wir haben Zeichen setzen können. Wunderbar. Also ihr müsst jetzt nicht weg. Der Regen ist auch thank you.